Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Bonus-Episode von Let's Play Final Fantasy V. So, wir steigen wieder ein in den Höllenschlundfällen Halle der Stille. Und da habe ich ja gesagt, wir machen in dieser Episode den ersten optionalen Superboss im optionalen Dungeon. Denn auf dem Weg schalten wir auch den Weg frei zum zweiten optionalen Superboss im optionalen Dungeon. Und darum würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und machen genau dort weiter. Ich will noch mal ganz kurz gucken, ob hier alles soweit stimmt. Ja, die Ausrüstung ist doch in Ordnung. Deswegen, ich habe auch nichts verändert. Ich wollte nur noch mal sicher gehen. So, hier haben wir zuerst einmal ein kleines Kistchen. Das nehmen wir uns mal mit Asche drin. Und dann laufen wir hier oben hoch. Und hier seht ihr, wir kommen hier leider nicht durch. Da rutschen wir immer runter. Das ist im Prinzip wie Glatteis. Also man kann von oben runterrutschen, aber wir kommen da nicht hoch. Das heißt, wir laufen außenrum. Bart soll natürlich wieder angreifen, während die gute Lena mit Sanctus doppelt angreift. Das ist ja immer noch die altbewährte Taktik, die hier auf jeden Fall super gut funktioniert. Doppel-Sanctus sollte auch ein Satansbraten aus den Schuhen hauen. Perfekt, 6000 Erfahrungspunkte, super klasse. So, dann laufen wir unten rum. Und jetzt möchte ich euch was zeigen. Seid ihr bereit für die erste große Challenge? Also ich meine natürlich nicht diese... So, ich meine natürlich nicht diese Gegner hier gerade. Die sind ja keine große Challenge. Die erste große Challenge kommt gleich. Perfekt. So, denn die Gegner, die hier oben rumlaufen, die kleinen huschigen Roboterchen, die hier rumkriechen, jeder einzelne von denen ist ein Omega. Ja, das sind alles Omega. Genau, den wir im letzten Dungeon bei Xdeath getroffen haben, der, bei dem sich so viele die Zähne ausgebissen haben, das ist Omega und das Ganze sechsmal am Stück. Da könnt ihr euch was gefasst machen. Elixier gefunden, sehr schön. Also wir müssen tatsächlich nicht gegen die kämpfen. Wir können uns drum herum schleichen. Und es gibt einen kleinen Trick, wenn der Kampf beginnt und ihr benutzt zum Beispiel die Magie, wo ist es? Die Magie Teleport. Und teleportiert euch raus, könnt ihr flüchten. Und der Omega ist entsprechend weg. Also ihr habt wirklich nur die Chance zu kämpfen oder zu flüchten letztendlich. Und der ist weg. So oder so kommen wir hier durch. Ich will aber nicht flüchten, ich werde mich stellen. Und die besondere Challenge ist, wir stellen uns tatsächlich jedem einzelnen Omega, der hier ist. Das heißt, wir besiegen jetzt in dieser Folge 6 Omega am Stück. So, natürlich legen wir hier wieder die Flammenringe an. Denn die sind unheimlich wichtig bei den Gegnern hier. Der Rest kann eigentlich so bleiben, wie es ist. Wichtig ist nur, hier Apokalypse können wir noch anlegen. Wichtig ist nur, dass wir den Feuerschaden, den Omega macht, absorbieren. Denn Protonenstrahl, oder wie das hieß, ist immer noch extrem mächtig. Extrem mächtiger Feuerschaden. Ups, was ist mit Bartz los? Nein, wir kämpfen. Oh mein Gott, normaler Kampf. So war ja klar, dass wir nochmal einen normalen Kampf haben. Aber gut. Wir greifen an mit Schnellfeuer. Das sollte die meisten Gegner wegpusten. Sehr schön. Nummer 1 weggepustet. Dämonenauge auch noch. Das Ganze zweimal. Umarmung. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die meisten Gegner hier noch nie wirklich angreifen sehen, weil meistens Bart sie alle wegpustet am Anfang, beziehungsweise Bart und Lena. Aber hier kann das schon mal vorkommen. So, viele Erfahrungspunkte. Wichtig ist natürlich auch, dass wir hier, da hat uns der Kampf gerade aber dran erinnert, Klingenmagie anlegen, hier auch Zeitmagie, so. Wir könnten jetzt natürlich wieder Singen mitnehmen, also um die Gegner zu stoppen. So wie ich das damals gezeigt habe bei Xdeath. Das brauchen wir jetzt aber hier nicht unbedingt. Zeitmagie ist wichtig. Blaumagie ist wichtig. Und das letzte ist eigentlich egal. Komm, ich glaube, ich packe mal Singen mit rein. Wo ist es denn hier Singen? Damit sie einfach mal singen kann. So, dann würde ich sagen, stellen wir uns doch mal den ersten Omega. Hey, Omega! So, ihr seht, Protonenstrahl macht immer noch denselben großen Schaden, den es früher gemacht hat. Der ist immer noch anfällig für Blitzgar. Darum benutzen wir jetzt erst einmal hier Zeitmagie. Machen wir schnell auf sie. So, mit der ersten Zeitmagie benutzen wir Blaumagie Totalabwehr auf uns alle.
damit wir hier schon mal den größten Schaden verhindern. Außerdem machen wir total Magie Himmels... Blaumagie Himmelswind so rum, um alle nochmal hochzuheilen. Als nächstes benutzen wir Magiefolge und machen dann mal, auch wenn es nicht unbedingt wirklich sinnvoll ist, hier Golem. Muss man hier nicht unbedingt machen. Und im Prinzip beschwören ist ja eigentlich auch völlig egal. Komm, wir machen einfach mal hier so. Zeitmagie, das wollte ich machen. Genau, Haska auf alle. Und dann lassen wir einfach mal Bartz mit Schnellfeuer angreifen. Denn der Gegner hatte immer noch... Nee, komm, wir lassen jemand anderen heilen hier. Ihr seht, der Schaden ist unheimlich groß. Über 8000 Schaden, 8000, 9000 Schaden auf einen Gegner. Und das war's auch schon. 50.000 Gil immer noch für einen Sieg gegen ein Omega. Und damit haben wir den ersten besiegt. Wir heilen es nochmal kurz hoch und machen das dann allen weiteren. Also ihr seht, wir könnten singen und so ein Kram, aber das muss jetzt hier nicht unbedingt sein. Wichtig ist nur, dass wir letztendlich unsere Klingenmagie durchbringen. Nämlich Blitzgar auf Bartz und so lange überlegen, bis das durchgeht. So, kommt noch ein Himmelswind hier. Vigra auf alle. Nochmal Vigra auf alle. Zack. So, ich will auch ein bisschen Mana sparen hier. Natürlich werden wir, nachdem wir die 6 besiegt haben, wieder zurücklaufen, um zu speichern. Ihr könnt, glaube ich, auch nach jedem Einzelnen zurücklaufen, um zu speichern. Ach ja, ich weiß, was ich vergessen habe. Passt ja. So, da diese Gegner aber alle anfällig sind für Blitz, wissen wir genau, wie wir sie besiegen können. Ihr könnt euch natürlich wieder unnötig schwer machen und nicht Schnellfeuer und Doppelklinge mitnehmen. Aber warum sollten wir uns bei den Gegnern unnötig schwer machen? Wieder 50.000 Gil. Wenn ihr flüchtet, ist das Gil übrigens hin. So, Delta-Attacke macht der auf Kryle. Kann uns hier an der Stelle egal sein. Wichtig ist wieder nur Klingenmagie. Blitzgar auf ihn, so. Dann machen wir wieder, wo haben wir es? Zeitmagie, Haska auf alle. Und sie macht bitte mal Doppelmagie. Vigra, um uns einfach wieder oben zu halten mit den Lebenspunkten. Komm, wir sehen mal. Warum denn nicht? Wenn wir es schon da haben, liebste Klänge. Dann seht ihr mal, dass es immer noch funktioniert. Sollte eigentlich immer noch funktionieren. Ja, der ist gestoppt. So, und Bartz kann Schnellfeuer aktivieren, bevor er nochmal dran ist. Also hier zum aktuellen Zeitpunkt ist Omega gar kein Problem für uns. Nicht mal, wenn wir 6 Stück nacheinander besiegen. 6 Stück auf einen Schlag vielleicht. Aber 6 Stück hintereinander können wir tatsächlich besiegen. Da ist der nächste. Wir jagen die quasi jetzt schon so ein bisschen. Delta-Attacke auf Ferris. Sie ist versteinert, das ist ziemlich doof. Machen wir Blitzgar so. Und Zeitmagie hasst ja auf alle. Und sie macht bitte mal Magiefolge. Nämlich Medica auf sie. Und dann nochmal, wann wir es, muss ich mal suchen, Vigra auf alle. Zack. So, Ferris hat keinen Hass mit abbekommen, ist aber auch egal letztendlich. Wichtig ist nur, dass Bartz es bekommt und dass Bartz die Angriffe überlebt. So, Schnellfeuer. Ach ja, sehr schön. Finde ich sehr aufmerksam von Omega, dass er uns nochmal hochheilt. Natürlich können wir nur deswegen so eine dicke Lippe riskieren, weil wir die Flammenringe tragen, ganz klar. Sehr schön, wieder 50.000 Gil. Wo ist der nächste? Ich glaube, das ist sogar der letzte. Hier, der vorletzte. So, Protonenstrahl, sehr schön, um uns oben zu halten von Lebenspunkten her. Klingenmagie, Blitzgar auf Bartz. So, Zeitmagie, Haska auf alle, Magiefolge. Ich mach mal Doppelvigra immer. Müsste eigentlich nicht sein. Ich mach's trotzdem, weil wir es können. So, und sie darf bitte mal singen. Liebliche Klinge, zack. Einfach, um noch ein bisschen Zeit zu schinden für Bartz. Kennt ihr ja schon. Und wir sind topfit. Der Grund, warum ich mich so beeile, ein Omega nach dem nächsten zu kriegen, ist, ich möchte ja auch nicht, dass wir kämpfen müssen zwischendurch. Gil wieder und der letzte. Komm schon, bleib stehen. Jawohl, sehr schön. Protonenstrahl, das finde ich super, wenn er damit eröffnet. Klingenmagie, Blitzgar auf Bartz. Außerdem wieder Zeitmagie, Haska auf uns. Und Magiefolge, wie immer.
nicht Vitra, sondern Vigra auf alle, so Nummer 1 und Nummer 2 und singen niedliche Klänge. Perfekt. Ihr seht, zum aktuellen Zeitpunkt gar kein Problem mehr. Und wenn ihr diese Strategie befolgt, solltet ihr auch so gar keine Probleme haben gegen Omega mehr. Aber hier kommen die Alte her, diese ganzen Omega-Viecher. Und das bei XDF war eben nur einer von denen. Damit haben wir in dem Let's Play insgesamt 7 Omegas besiegt. Grandiose Zahl, würde ich sagen. Wieder keine Erfahrungspunkte, dafür umso mehr Gil. Und wir haben hier ordentlich aufgeräumt. Sehr schön. Fängt schon actionreich an, die Episode. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Wir haben über 500.000 Gil. Damit können wir dann nochmal großartig einkaufen gehen. Aber nicht jetzt sofort. Zuerst einmal rüsten wir nochmal aus hier. Und zwar Barts mit der Masamune wieder. Sie war soweit ganz gut ausgerüstet. Genau, hier. Barts kriegt nochmal Regenering. Lena kriegt, glaube ich, wo war's? Hermesstiefel. So, sie kriegt auch nochmal Regenering hier. Und sie kriegt auch einen Regenering. Perfekt. Und, was war noch? Masamune war gewesen. Genau, Fähigkeiten natürlich. Hier legen wir wieder an EP+. Wisst ihr ja schon. Ich komme mal ganz kurz hoch hier. So, EP-Bonus. Hier auch wieder EP-Bonus. Hier auch wieder EP-Bonus. Und hier zum einen EP-Bonus und Voraussicht. Sehr schön. So, als nächstes sammeln wir alles ein, was wir hier noch nicht eingesammelt haben. Nämlich die Dämonenroute ist hier drin. Können wir gerade mal schauen, was die Dämonenroute macht. Dämonenroute. Dunkle Route mit der Kraft des Giftes versehen. Weniger Magie, von daher legen wir die nicht an. Und hier soll Waisenstab angelegt bleiben. Eben um, Dinge zu zaubern, ne? Sanctus. Hier unten war auch, glaube ich, nicht. Ach, da waren wir schon, genau. Dann gehen wir jetzt mal kurz zurück und schauen mal, was passiert, wenn wir zurückgehen. Ob die Gegner tatsächlich spawnen oder nicht. Falls sie spawnen, wäre das ja eine unendliche Geldquelle. Ich weiß es gerade gar nicht auswendig. So, Doppel-Sanctus und das war's. Ich wollte sowieso zurückgehen, um eine Hütte zu aktivieren. Falls die Gegner wieder da sind, weiß ich, wo ich Geld grinden kann. Aber ich glaube, die sind nicht wieder da. Kann mich nicht mehr so gut dran erinnern. Ich bin das letzte Mal einfach durchgerannt. Weiter, ohne zurückzugehen, ohne ein Zelt zu benutzen. So. Hier oben hin, da benutzen wir gerade mal ein Zelt bzw. eine Hütte. Und genießen mal, dass wir den ersten Teil dieses Bonusabschnitts im Bonus-Dungeon geschafft haben. Speicher mal kurz zwischen. Ich würde mal sagen, hier oben hin. So, auf Speicherstand 1. Dass wir, falls die Aufnahme nicht abschmiert, unseren Speicherstand nicht gelöscht haben. Geh nochmal da oben rein. Und ihr seht, sämtliche Gegner sind weg. Das war eure Chance. Ihr konntet sie nutzen. So, ich weiß schon, wo der richtige Weg ist. Ich gehe ihn aber trotzdem noch nicht. Ich gehe erstmal den falschen Weg. Einfach, um euch zu zeigen, warum wir nachher den richtigen Weg gehen. Hier können wieder ordentlich Erfahrungspunkte sammeln. Sehr schön. Jeder Level Up ist praktisch für uns. 4000 schon. Sehr schön. So, hier könnten wir runterrutschen. Und hier ist ein Durchgang, wo wir nicht durchkommen. Da ist noch die Tür zu, die müssen wir öffnen. Und die Tür öffnen wir nämlich, da oben ist eine Sackgasse, in der wir hier lang gehen. Hier oben hoch. Und hier haben wir die Möglichkeit, rechts zu laufen, oben und links. Wir laufen zuerst rechts, denn rechts wollte ich nur mal die Gefahr zeigen. Wenn ihr keinen Geomant gemeistert habt und keinen Geomant dabei habt, ist diese offene Bodenplatte definitiv zu. Steigt nicht darauf. Wenn ihr da drauf tretet, dann fallt ihr zum Fluss der Seelen oder wie das hieß. Also quasi da, wo der Gildheimai ist, ne? Wo das ganze Wasser ist. Und hierher wieder zu latschen, ist ein riesen Umweg. Spart euch das und lauft dort nicht drauf. So, die pusten wir erstmal weg, die Gegner hier. Sollten keine große Bedrohung für uns sein. Denn die Gegner sind, glaube ich, untot. Und Sanctus sollte hier ordentlich reinziehen. Genau, 600 Schaden, perfekt. Viele Gilds und nochmal Drachenzahn, klasse. Elixier und Drachenzahn sind sehr praktisch für uns. Das hier ist ein Podest, seht ihr ja schon, mit einem Schalter. Wenn ihr den betätigt, passiert das.
Damit ist das Siegel zum Drachen frei. Ja, der Drache befindet sich dort drinnen. Habe ich in der letzten Episode schon mal erwähnt. Und jetzt laufen wir links rum. Den Hebel noch nicht betätigen, der spült euch hier runter. Deswegen erst einmal rechts langlaufen. Denn wir sind ja momentan im Gebiet der Maschinenbestie. Und ihr könnt euch vielleicht schon denken, was es mit der Maschinenbestie auf sich hat, nachdem wir auf 6 Omegas getroffen sind. Sehr schön. So, hier ist der nächste Schalter, den müsst ihr betätigen, denn dann öffnet sich dort unten die Tür. So, weiter geht's. Jetzt nehmen wir die Abkürzung, wir betätigen den Schalter und da passiert genau das. Wenn ihr den zu früh aktiviert, kann es passieren, dass ihr hier, hier unten landet, also dann landet ihr hier unten, müsst ihr mal hochlaufen. Wenn ihr Pech habt, ist hier doch alles voller Omegas und ihr müsst quasi gegen die ganze Horde kämpfen, nacheinander. Also stellt euch darauf ein. Jedenfalls können wir jetzt hier unten durchlaufen. So, Dino-Zombie, der kann uns mal und der Maschinenkopf auch. Nichts Besonderes hier an der Stelle. Auch wenn der Dino-Zombie tatsächlich einiges weggesteckt hat. Maschinenkopf steckt sogar auch 2 Sanctus weg. Dann würde ich sagen, benutzen wir doch jetzt tatsächlich mal imitieren. So, 1000 Schaden ist schon echt beachtlich. Wir imitieren mal und imitieren nochmal. Oh mein Gott, ach so, die haben Konter imitiert, jetzt verstehe ich. Na gut, machen wir später. Kann der so bleiben, imitieren ist ja in Ordnung. 9999 Schaden, 7500 Erfahrungspunkte, klasse. So, hier sind wir im nächsten Gebiet. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, links und rechts zu laufen. Wir laufen erst einmal rechts rum. Das ist ein Umweg, der führt uns zu ein paar Schätzen. Ihr seht, da sind auch ein paar Trappen dabei, wo man nicht reinlaufen kann. Die sind nur da, um euch zu verwirren. Die Schätze sind meistens Dunkelmaterie und ich glaube Blitzgeschoss oder sowas. Nichts, was man unbedingt braucht. Ich zeige es euch trotzdem der Vollständigkeit halber. Schließlich ist dafür das Let's Play da. So, 6000 Erfahrungspunkte, perfekt. Wir gehen weiter. Und dann holen wir uns links die Kiste. Sehr schön, Blitzgeschoss, genau, wie gesagt, das wusste ich noch. Ja, sonst ist hier nichts zu holen, alles Sackgassen, das heißt, wir laufen nochmal den ganzen Weg zurück. Ihr müsstet nicht extra wegen einem Blitzgeschoss hierher gelaufen kommen oder wegen der Dunkelmaterie. Werdet ihr so gut wie nie einsetzen, aber so wisst ihr zumindest, dass es das dort gibt. Und ihr habt gesehen, wie es aussieht, Also falls ihr das Spiel selbst spielt, ihr habt keinen Bock hierher zu laufen. Jetzt wisst ihr ja, es lohnt sich nicht wirklich. Und ihr habt zumindest mal gesehen, wie es hier aussieht. Übrigens, 560.000 Gil, klasse. Da freue ich mich drüber. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich meine, 6 mal 50.000, ja 300.000 Gil. Wir waren die ganze Zeit bei um die 200.000 und jetzt haben wir plötzlich über 500.000. Das ist super klasse. Das Geld werde ich wahrscheinlich ausgeben, um dann entsprechend Elixiere zu kaufen. Für den Notfall. Aber ich glaube, einen großen Notfall wird es gar nicht geben. Hoffe ich doch mal. So, ich laufe jetzt wieder mal zuerst den falschen Weg gleich. Da zeige ich euch, was passiert, wenn man glaubt, man läuft den richtigen Weg. Alle steigen noch mein Level, perfekt. So, ich glaube, ihr lauft den richtigen Weg bis hierher, kommt hier aber nicht durch. Ist halt scheiße. Deswegen müsst ihr noch mal hier hochlaufen. Mist. Medusa und Nekromanten. So, Barz greift natürlich 8-mal die Medusa an. Ich habe natürlich gehofft, dass es ein bisschen verteilt. Aber ich glaube, ein Sanctus reicht für einen Nekromanten. Das sind nämlich die von X-Death. Wir müssen 2 machen. Diese Viecher machen Zombie-Puder. Das ist sehr, sehr, sehr nervig. Geschickt wäre es auch gewesen, wenn wir uns vorher vielleicht ein paar Hermesstiefel gekauft hätten und damit alle unsere Charaktere mit Hermesstiefeln ausgerüstet hätten. Dann wären wir ganz sicher, dass alle Gegner sterben, bevor sie dran sind. Ihr könnt natürlich jederzeit zurückgehen und das tun, aber es muss nicht sein. Einmal Hermesstiefel reicht für uns. So, wir laufen zurück. Jetzt zeige ich euch, wie es da weitergeht. Denn wenn ihr oben hochlauft, seht ihr, es gibt hier verschiedene Löcher, in die ihr reinfallen könnt. Heldencocktail, da unten noch nicht reinfallen lassen, denn da ist ja noch eine Kiste. Die holen wir uns zuerst. So, Dunkelmaterie. Dann ist egal, wo ihr euch reinfallen lasst. Ihr kommt entweder hier raus
durch die beiden Löcher, die ihr gesehen habt, bei der Asche, hier geht's nicht lang. Oder ihr kommt hier oben raus, bei der Kiste. So, mit Blitz geschossen. Hier könnt ihr den Hebel betätigen. Und hier ist auch nochmal ein Hebel zum Betätigen. Und ihr seht, der eine Hebel hat die eine Tür geöffnet. Hier ist noch eine Tür zu. Und den Hebel findet ihr da oben. So lobe ich mir das Bad. Schön aufteilen, damit Lena auf jeden Fall mit Doppel-Sanctus den Nekromanten wegpustet. Sehr schön. Und wir haben schon drei Charaktere über 4000 Lebenspunkte. Grandios. So, perfekt. Dann holen wir uns da unten die Kiste. Da drin ist ein Weihwasser. Und dann betätigen wir den letzten Schalter und haben damit die letzte Tür links geöffnet. Ihr seht schon, die Tür ist offen. Ein Dino-Zombie haben wir noch vor uns, bevor wir am Ziel sind. Und wenn ich sage am Ziel, meine ich damit natürlich vor dem ersten optionalen Superboss im optionalen Dungeon. Seid ihr gespannt? Seid ihr bereit? Ich bin es. Auf geht's. Hier ist sie. Ja, es ist ein Omega-Vieh. Unglaublich, aber wahr, ein süßer kleiner Roboter, der euch ganz schön den Hintern aufreißen kann. Und deswegen rüsten wir uns vorher einmal ordentlich aus. Ähnlich wie damals bei X-Death. Es ein bisschen glückabhängig war, gegen Omega zu kämpfen. Also mittlerweile ist es kein Glück mehr, gegen Omega zu gewinnen. Mittlerweile habt ihr gesehen, 6 Meter einander haben wir sie weggepustet. Aber so wie damals, als wir zum ersten Mal gegen Omega gekämpft haben, das ein klein wenig glückabhängig war, gegen Omega zu gewinnen, so ähnlich ist es mittlerweile hier auch. Also, was wir machen ist, wir nehmen Zeitmagie mit, dann nehmen wir natürlich wieder, wo ist es? Blaumagie mit und wir packen mal Singen ein. Kann ich schaden, ein bisschen singen zu können? Ich glaube, Singen funktioniert bei dem auch wieder. Dann machen wir Magie, Weißmagie, Vitra auf alle. So, benutzen mal kurz ein paar Äther, dass wir hier mit, Top-Fit Mana reingehen. So. Also, dann würde ich sagen, wir reiben uns die Finger und machen uns bereit für den ultimativen Kampf gegen den ultimativen Omega. Auf geht's. Überraschungsangriff! Omega-Drohne! Verdammt, wir sind gar nicht ausgerüstet! Mist! Gut, da machen wir uns halt wieder unnötig schwer. Wir haben ganz vergessen, die Waffen für Barts zu machen. Und na genau, das ist gar nicht schlecht. Das ist sogar richtig gut. Passt mal auf, was passiert. So, wir haben nämlich die Ausrüstung gar nicht gemacht. Da habe ich ein bisschen gepennt. Blaster ist in Ordnung. Wir machen jetzt mal Magiefolge. Und machen erst einmal, wo haben wir es? Hast gar auf uns alle. Und dann machen wir mal schnell auf sie. So. Okay, also sieht folgendermaßen aus. Dieser Gegner kann Barrieren wechseln. Wenn ihr die Schwachstelle des Gegners angreift, dann wechselt er praktisch. Moment, das machen wir gleich mal so. Wir machen erst einmal, wo haben wir es? Reflekt auf sie und dann Analyse auch auf sie. So. Der Gegner hat Autoreflekt, ihr könnt ihn nicht analysieren, aber wenn ihr Analyse abprallen lasst, dann analysiert ihr den Gegner. Das ist ein kleiner Tipp, wenn ihr nicht wisst, was für eine Schwachstelle der Gegner hat. 65.000 Lebenspunkte, anfällig für Blitz. Er ist am Anfang des Kampfes immer anfällig für Blitz, darum habe ich mit Bart schon Blitzklinge aktiviert. So, jetzt sieht es aber folgendermaßen aus. Wenn ihr die Schwachstelle des Gegners angreift, ändert er seine Schwachstelle auf Eis, Feuer oder Blitz wieder. Dann müsst ihr ihn wieder analysieren und rausfinden, was seine nächste Schwachstelle ist. Das ist die eine Gefahr, die er hat. Die andere Gefahr ist, er kontert Angriffe und ist ansonsten wieder unheimlich mächtig, weil er irgendwie dreimal miteinander dran ist und so ein Kram. Also unterschätzt ihn auf gar keinen Fall. Sie ist wieder frei, das finde ich super klasse. Deswegen machen wir mal Vigra. Kein Vigra. Wir verteidigen mal ganz kurz. So, dann benutzen wir mal Blaumagie. Nein, Zeitmagie. Moment, wir machen Zeitmagie und benutzen schnell auf sie. Denn er hat gerade Schaden gemacht auf uns alle. Und deswegen benutzen wir jetzt zuerst einmal Blaumagie. Totalabwehr auf alle. So, dass wir fliegen. Denn der Gegner beherrscht noch Erdbeben. Und ist dann auch Totalabwehr. Ist abgeprallt. Okay, gut. Das fängt ja schon gut an. Dann machen wir Himmelswind. Prallt das eigentlich auch ab? Mein Himmelswind prallt nicht ab. Okay, sehr gut. Naja, der Gegner hat jetzt Totalabwehr von uns bekommen. Machen wir mal Schnellfeuer auf ihn. Dann seht ihr das mal ganz kurz. Normalerweise macht ihr um die 8000 Schaden auf ihn an der Stelle.
Barrierenwechsel. So, darauf wollte ich hinaus. Jetzt machen wir Magie. Und wir benutzen wieder Analyse. Auf die gute, nein, doppelt Magiefolge. Doch, passt. Analyse auf die gute Ferris. So. Und dann machen wir wieder schnell. Sehr schön. So, Analyse. Ach Mist, der hat keinen Reflekt mehr. Mist. Dann sehen wir mal ganz kurz. Liebliche Klänge auf den. Kann er nicht schaden. So, schnell. Okay, gut. Magiefolge machen wir wieder Reflekt auf sie. So. Und dann machen wir nochmal Analyse. Ich faile gerade auf der ganzen Linie, aber wir schaffen es trotzdem. Ich bin ziemlich zuversichtlich. So, jetzt analysieren wir den Gegner. Und ihr seht, dieses Mal hat er noch 44.000 Lebenspunkte, ist anfällig für Eis. So, das heißt, wir nutzen wieder Doppeltmagie, befreien mal kurz Barz mit Medica und machen da mal Vigra. Ist ja auch im Prinzip egal, auf wen. Ja, komm auf Barz. So. Damit er einfach nochmal geheilt ist, nochmal ganz fit ist und so weiter und so fort. Dann beschwören wir mal einfach aus Spaß Golem, ist glaube ich völlig egal. Man kann die Gegner, wie ihr seht, immer noch stoppen. Das ist sehr, sehr praktisch, macht uns den Kampf entsprechend leicht oder einfacher. So, Klingenmagie, jetzt zaubern wir Eisgau auf. Moment. Wir machen erst einmal Items, ausrüsten und packen hier anstelle von der Masamune. Wo ist es? Muss ich gerade mal suchen. Morpheus-Klinge, Caliburn, Defender, ist alles ein bisschen durcheinander hier. Ich suche natürlich die Apokalypse. So, genau, richtig. Perfekt, haben wir das gemacht. Jetzt machen wir Klingenmagie, Eisgau auf Barz. Und dann sehen wir nochmal, um ihn zu stoppen. So, dann machen wir wieder Zeitmagie. Nee, Magiefolge. Und benutzen mal Vigra. Nee, komm, wir machen mal Levitas. Ich glaube, das hat wieder... Machen wir mal Levitas. So, Weißmagie. Falls der Gegner dann fliegt, ist es uns auch völlig egal. Wo hab ich's denn? Ach, das ist Zeitmagie. Oh mein Gott. So, hier, Levitas. Zack. Ich will ja, dass Barz drankommt als nächstes. Denn Barz kann wieder mit Schnellfeuer angreifen. So. Und natürlich sehen wir wieder, um ihn wieder im Stoppzustand zu halten. Der Gegner hat übrigens eine gewisse Chance, physische Angriffe zu kontern. Also vor allem auch, wenn es mit Schnellfeuer gemacht wird, dann kontert er mehrfach. Und das war's schon für ihn. Damit haben wir den nächsten Superboss besiegt. So, ihr seht das, obwohl ich ein paar Mal gefailt habe. Ich meine, ihr könnt es euch mit Singen wieder leicht machen. Kraftschild haben wir erhalten, das ist sehr schön. Wir haben jetzt offiziell in diesem Let's Play insgesamt 8 Omegas besiegt. Die Omega-Drohne war die mächtigste von all denen. Ich zeige euch jetzt mal, warum ich gefailt habe. Nämlich Barz hatte noch Masamune ausgerüstet. Und Masamune bringt uns zwar Erstschlag, das bringt aber bei Barz nicht wirklich viel. Aber man kann Masamune nicht mit Klingenmagie belegen. Darum haben wir einmal um die 4000 Schaden gemacht und einmal nur um die 800. Weil die war mit Blitzmagie belegt und die war eben ohne Magie belegt. Des Weiteren habe ich gar keine Flammenringe angelegt. Da hatten wir Glück, dass der Gegner nicht Protonenstrahl aktiviert hat. Hätte er Protonenstrahl aktiviert, wären wir gestorben. Das macht hätte uns mit, ich glaube, mit über 6000 Schaden oder so getötet. Wäre aber nicht schlimm gewesen, denn wir hätten einfach nochmal geladen, wären nochmal hier aufgetaucht, hätten dann Flammenringe ausgerüstet. Also wenn ihr jedem Charakter Flammenringe gebt, seid ihr schon immun gegen die meisten Angriffe des Gegners. Dann ist wichtig, dass ein Angreifer von euch eben zum Beispiel mit Apokalypse und Ragnarök ausgerüstet ist oder eben Mutling und Apokalypse, so wie ich. Alle haben Flammenringe, ist das Beste, was ihr machen könnt. Wenigstens einer kann vielleicht singen, um den Gegner zu stoppen mit Singen. Und dann gebt ihr einem Reflekt und lasst von da Analyse abprallen und guckt einfach, gegen welches Element der gerade schwach ist. Er ist am Anfang immer gegen Blitz schwach. Das heißt, wenn ihr am Anfang mit Blitzklinge drauf, ohne dass ihr ihm versehentlich Totalabwehr geht. Das ist auch doof. Da ist Himmelswind prallt nicht ab an Refleck, weil es Blaumagie ist, Himmelswind. Aber Blaumagie, Totalabwehr prallt ab. Und der Gegner hatte zwischendurch sogar Totalabwehr auf sich. Deswegen haben wir auch anstatt 8000 Schaden pro Angriff am Anfang bloß 4000 Schaden gemacht. Wenn ihr aber nicht so failt wie ich und ihr rüstet jeden mit Flammenringen aus, gebt Barz gleich zum Beispiel Apokalypse und Mutlinge oder zwei seiner stärksten Waffen, macht gleich in der ersten Runde Blitzgar auf euch, Blitzgar-Klinge
und greift damit Schnellfeuer an, dann macht ihr schon über 60.000 Schaden. Der Gegner hat dann vielleicht nur noch um die 500 Lebenspunkte oder so, oder 600 Lebenspunkte, keine Ahnung. Dann macht er einfach Doppelmagie und beschwert zweimal Barmut mit Kryl. Der Gegner ist in der ersten Runde tot. Das ist tatsächlich machbar. Man kann die Gegner in der ersten Runde töten, wenn man es aber, wie gesagt, nicht weiß. Und die meisten von euch werden es nicht wissen, wenn sie zum ersten Mal gegen den Gegner kämpfen, dann rauft ihr euch die Haare. Wenn man so wie ich oft genug auf die Fresse bekommen hat, dann weiß man eben zukünftig, wie es leicht geht. Ja, und das war der erste optionale Superboss im optionalen Dungeon, nämlich die Omega-Drohne. So, wir können stolz auf uns sein, dass wir es geschafft haben. Jetzt laufen wir zurück. Natürlich habe ich wieder ein bisschen... Ach, hier ist der schnellste Weg zurück. Natürlich habe ich wieder ein bisschen drumherum geredet, viel erklärt. Aber es soll ja auch ein bisschen für euch als eine Art Walkthrough dienen, dass ihr wisst, wie ihr hier am besten durchkommt. So, und jetzt wisst ihr, Square sind tatsächlich bereit dazu, Superbosse zu recyceln. Und da das hier der erste optionale Superboss im optionalen Dungeon war, die Maschinenbestie, ist vermutlich der zweite optionale Superboss im optionalen Dungeon der Drachen. Na, was glaubt ihr? Wer ist wohl der zweite optionale Superboss? Ihr liegt vermutlich richtig. So teilweise. Vielleicht wissen das sogar ein paar von euch. Aber lasst euch die Überraschung nicht verderben, denn ich werde es euch in der nächsten Bonus-Episode zeigen. Ich hoffe, ihr konntet hier ein bisschen was mitnehmen, wie man auf leichteste Art und Weise den Omega besiegen kann. Die Omega-Drohne. So, wir speichern zwischen hier oben hin. Wir können stolz darauf sein, dass wir es geschafft haben. Wir haben 580.000 Gil, das ist klasse. Wir haben insgesamt alle 8 Omegas besiegt, die man nur besiegen kann. Ansonsten lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch die Episode gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir rein, was ich besser machen soll. Dann mache ich es besser. Und ich danke herzlich fürs Zuschauen. In der nächsten Episode sehen wir uns wieder. Dann geht es zum zweiten optionalen Superboss im optionalen Dungeon. Bevor wir dann in der übernächsten Episode in der... in Anführungszeichen Storyline weiterlaufen, was diesen optionalen Dungeon betrifft. Also ich danke nochmals herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Tschüss!